Einen wunderschönen guten Abend hier aus Salzburg, aus den Biertasting-Studios. Es heißt mal wieder Biertasting Daily im deutschen Bier-Adventkalender. Es ist das 18. Türchen, was wir heute aufmachen. Wenn wir heute fertig sind, sind wir schon zu zwei Dritteln durch und es wird langsam Zeit für euch Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Ich darf natürlich dieses Bier nicht alleine trinken, sondern ich habe mir Leute eingeladen und es ist eine ziemlich illustre Runde, die wir hier haben. Steffi aus Salzburg ist bei mir. Hallo Steffi. Hallo. Dann ist der Flo da, auch aus Salzburg. Hallo Flo, servus. Servus. Und der Xavier aus Frankreich, bonsoir. Bonsoir. Wir werden heute Abend ein Bier zusammen trinken. Wie steht's bei euch mit Bier? Steffi, bist du Biertrinkerin? Ja, seit ich Kalea kenne, bin ich von Wein auf Bier umgeschwenkt und ich habe einen unglaublich hohen Bierkonsum mittlerweile. Also die Mission von Kalea ist bei dir angekommen. Flo, ja, du bist auch Biertrinker? Durchaus gerne und ab und zu. Durchaus gerne und ab und zu. Wunderbar. Der Pascal, unser Bierengel, hat uns schon ein Bier gebracht. Und wir schauen einfach mal, was wir hier bekommen haben. Sagt einfach mal, was seht ihr, was sind so eure Eindrücke? Wie schaut das Bier für euch aus? Trüb. Trüb, das ist absolut richtig. It's hazy. It's hazy, yeah. We're talking about the impression that you are having. Color, so yeah. Color-wise, it's, what würde bei der Farbe sagen? Golden, oder? Elfenbein golden. Ja. Genau. Dann riechen wir mal dran. Bei dem Bier lohnt sich ganz besonders. Mm. Wow. Hopfig. Hopfig. Leichte okay. Zitrone. Uh-huh. Zitrusfrucht. Ja, yeah, like hoppy, citrusy. Und ich finde es riecht fresh. Exactly. Ja. Frisch auf jeden Fall, ja. Und stark riecht es eigentlich, gell? Stark? Ja, ich finde, das ist vollmundig. Ein bisschen kräftiger, ja. Vollmundig, okay. Aber jetzt müssen wir es ja auch mal probieren und schauen, ob wir da alle recht haben. Sehr zum Wohl, Prost. Sehr zum Wohl, Prost. Und wieder, was sind so eure ersten Eindrücke? Was schmeckt ihr? What do you surprising. Get? Surprising? Surprisingly malty. Yeah. At the beginning and then hoppy after. Okay. So, wir haben einen malzigen Start und dann schwenken wir so ein bisschen um Richtung Hopfen. Mhm. Was ist mit der Frucht, die wir in der Nase gehabt haben? Ist das? Ich bin bei der Zitrone. Du bist bei immer der Zitrone? Mhm. Bleibst du da? Ja, ich hätte auch gesagt, ja, erst kommt so das Bittere im Vordergrund und dann wird es sehr fruchtig. Also auch ein bisschen bitterer? Fruchtig. Also erstmal bitter und dann überwiegt eigentlich die Frucht. Mhm. Angenehm. Gibt es irgendeinen Bierstil, bei dem ihr euch jetzt vorstellen könnt, in die dieses Bier geht? Is there any beer style that you would think this beer is? Not super familiar with the local style. I would say maybe a Zwickel. Zwickel? Maybe. Also möglicherweise ein Kellerbier, ein Zwickel? Ich würde sagen, es geht eher so in die Pale Ale. Pale Ale Richtung? Ja, ja. Wie beim Flo. Mhm. Pale Ale. Mhm. Also ein obergäriges Bier, was dann eben auch so Fruchtaromen entwickelt. Zwickel wäre eben naturtrübes Bier. Bei dem die Frucht aus der noch nicht ganz abgeschlossenen Gärung herkommt. Also kann alles sein. Ihr sollt jetzt einfach mal sagen, wie schmeckt euch dieses Bier? Wir haben da wieder diese Karten vor euch liegen, von 1 bis 10. 1 heißt, es soll bei dem einen Bier bleiben, 5 heißt, bringt mir 5 davon. Ganz spontan, very spontaneous. Was ist so eure Meinung? Wie würdet ihr dieses Bier bewerten? Und dann haltet es einmal hoch. Wow. Also ich würde tendenziell mehr davon konsumieren. Also das wird in diesem Fall die Brauerei freuen. Ich bin großer Pale Ale Fan. Ja, okay, wir haben, genau. Haben wir Pale Ale Freunde. Do you like Pale Ale as well? Yeah, I like Pale Ale and the hoppiness at the end is very pleasing. So like, I was a little bit put off by the maltiness at the beginning, but then the hoppiness after like is very smooth and nice. Ja, also die Hopfung ist einfach sehr angenehm, sehr weich. It's not overdoing it, so es ist kein so dass man das Gefühl hat, man wird vom Hopfen erschlagen. Die Bittere ist auch noch schön harmonisch eingebunden, hat einen schönen Malzkörper hinten dran. Ja, wir sollten vielleicht mal rausfinden, was wir hier eigentlich trinken. Und Flo, ich würde dich bitten, mal zum Adventkalender zu gehen und zu schauen, was sich da hinter Türchen Nummer 15 verbirgt. 18, oder? Es ist ein Bier aus Deutschland und heißt Bayerisch Pale Ale, ja, kommt von der Hohentanner Schlossbrauerei. Das ist eine Brauerei, die auch seit vielen Jahren mit den unterschiedlichsten Bieren in den Adventkalendern vertreten ist. 1864 gegründet
in Privatbesitz der Familie Rauchenegger und seit dieser Zeit immer in Familienbesitz, was tatsächlich ein wirkliches Qualitätsmerkmal ist. Man hält da an der Tradition fest. Und Sie haben vor ein paar Jahren angefangen, diese Craft-Bier-Linie, die wir da sehen, wenn man das Etikett sich ein bisschen anschaut, das ist eher puristisch gehalten, hat eine schöne gleichmäßige rote Farbe, also auch, passt auch in die Weihnachtszeit. Und wenn man sich mal einfach auch die Zutaten anschaut, das ist Pale Ale Malz, Karamell Malz drin und die Hopfen, Hallertauer Tradition, Tettnanger und dann eine Hopfenmischung, das werdet ihr hinten drauf sehen, da steht Dry Hopping, also Kalthopfung mit MC Hammer. Und ich habe mir dann gedacht, MC Hammer, was ist denn das? Das muss ich mal nachschlagen. Es ist Mandarina Bavaria, Cascade und Hersbrucker Hopfen, also MCH. Und das nennen sie MC Hammer. Und den haben wir jetzt gerade zusammen genossen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die 5 wird nicht nur die Brauerei freuen, sondern auch euch hoffentlich. Wenn euch dieses Bier auch geschmeckt hat, dann bewertet fleißig in der Biertasting-App. Und die fleißigsten Biertaster, die bekommen auch ein Geschenk. Ich glaube, bei 100 Bieren kriegt man dann vom Biertasting Club ein Geschenk. Ihr kriegt das Geschenk natürlich schon heute. Ich habe zur Auswahl Metallschilder, mit denen ihr kennzeichnen könnt, dass ihr offizielle Biertaster seid, oder einen Pin. Flo, was darf es für dich sein? Gerne. Nimmst du das Schild? Wunderbar. Bitte. Steffi? Ja, bitte auch. Auch ein Schild? Ja, wird dann an der auch ein Schild. Dann bleibe ich auf den Pins sitzen. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei gewesen seid und den YouTube-Kanal dann abonniert, um keine Bierverkostung mehr im letzten Drittel zu verpassen. Das sind ja nur noch wenige Tage bis Weihnachten und da solltet ihr auf jeden Fall auch das Glöckchen drücken, dann gibt es immer eine Info. Und dann sehen wir uns morgen mit dem nächsten Bier hier schon wieder. Ich freue mich drauf und wir trinken jetzt noch das Pale Ale aus Bayern. Prost! Prost. Prost.